Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz besonders, die Martina und den Thomas vom Bildungskongress Möglichkeiten und Visionen für Kinder hier virtuell online neben mir sitzen zu haben. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Hallo ihr Lieben. Ja, hallo und vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ihr habt mich ja auch schon für euren Bildungskongress interviewt zum Thema, es ging um bedürfnisorientiertes Bekleiden, auch ein bisschen Bildungsfreiheit, Kinder bekleiden, auch mit Wildkräutern, Ernährungsweise. Das war ja eher so auf die Wildkräuter erstmal und dann ist es ja doch sehr breit gefächert geworden. Und ihr seid ja auch einen besonderen Weg gegangen, was Bildung angeht. Ich hatte das ja auch schon in den letzten Jahren immer mal thematisiert. Bildungsfreiheit, bedürfnisorientiertes Bekleiden, alternatives Lernen. Und da möchte ich gleich mal meine erste Frage stellen. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass ihr diesen als Familie diesen besonderen Weg gegangen seid? Anders als in Deutschland ist es ja so, dass es gibt die Schulpflicht oder die Ausbildungspflicht bis 18 Jahre. Es gibt da noch ein paar andere, sag ich mal, ich glaube, in Berlin ist es nur mit 16, auch in anderen Bundesländern, aber meistens mit 18. Und ihr seid als Familie einen ganz anderen Weg gegangen. Ihr habt, ja, Deutschland den Rücken gekehrt sozusagen und beschreibt es einfach mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, das war eigentlich nicht so gedacht. Wir waren halt ganz normale Familie in einem ruhigen Hamburger Stadtteil mit Eigentumswohnung, mit unseren Jobs. Thomas war Chefphysiker in einem Krankenhaus in der Strahlentherapie, ich Lehrerin. Und ja, das hat für uns mit den Institutionen eigentlich schon vom Kindergarten an nicht funktioniert. Ich hatte 3 Jahre Erziehungszeit genommen und es war eine schöne Zeit mit unserem Sohn zusammen. Und ja, dann war das so wie alle, dann fängt man wieder an, zurück einzusteigen in den Beruf. Und es hat aber nicht funktioniert. Also es war viel Krankheit. Es war eigentlich schon sehr deutlich, dass unser Sohn sich da überhaupt nicht wohl gefühlt hat. Dann haben wir gewechselt, da war es auch nicht besser, eigentlich noch schlimmer. Und dann haben wir, da war 4, dann ein Montessori-Kinderhaus aufgetan. Und da war das erste Mal, wo ihn jemand gesehen hat. Also es gab zum Beispiel eine Sache, die das vielleicht ganz gut verdeutlicht. Alle machen ja immer so dasselbe, Schneemänner, Sterne. Und es gab eine Wand mit Sternen und an dieser Wand war ein Stern, der hatte doppelt so viele Zacken wie alle anderen Sterne. Und das ist der Stern von unserem Sohn gewesen. Und das zeigt es eigentlich ganz deutlich. Er hat viele Sachen einfach schon viel früher gekonnt und wurde aber überhaupt nicht gesehen in den Institutionen. Und in diesem Montessori-Kinderhaus war das dann gut. Ja, und dann kam die Schule und das war für uns leider das erste Jahr die Ja. Oberkatastrophe. Also erstmal haben wir uns an einer wohl ausgewählten privaten Schule beworben. Ich glaube, es waren 120 Bewerbungen, 24 Plätze für uns vergeben und wir bekamen einen davon, was wir natürlich toll fanden. Ein paar Wochen vorher war es ein Einstimmungs- oder Kennenlernen-Nachmittag und der Schulleiter hat gesprochen, die Lehrer haben gesprochen. Der war total nett, der Schulleiter. Tolle Projekte in der Schule. Das hat uns sehr gefallen und ich habe gedacht, ja, super. Ja, und dann bekamen wir in der Nacht vor der Einschulung von den Elternvertretern eine Mail. Die haben wir morgens dann vor der Einschulung gelesen und da stand drin, dass der Schulleiter die Schule verlassen hätte und 12 der 22 Lehrer hätten die Schule verlassen. Wir Ja. wünschen Ihnen eine schöne Einschulung. Ja. So, ist mal so der erste Schlag für uns. Ja, und gleichzeitig war das so, dass dann entschieden wurde, dass diese Schule verstaatlicht wird, also keine private Schule mehr ist. Und dann sind noch mehr Lehrer sind weggegangen. Es war dann so, dass er insgesamt im ersten Jahr 7-mal Klassenlehrer-Teamwechsel hatte. So, und wer so ein bisschen sich auskennt, auch mit Bindung und wie wichtig das für diese jungen Menschen ist, kann sich vorstellen, 7-mal Klassenlehrer-Teamwechsel in einem Schuljahr ist die Oberkatastrophe. Wir hatten
Glück in einem Punkt. Wir hatten eine Erzieherin, die ist geblieben, die ist kontinuierlich geblieben. Und die hat mich auch noch dann aufmerksam gemacht. Die hat ihn auch irgendwie so ein Schutzengel irgendwie immer begleitet. Die hat ihn auch gesehen und auch wie er gelitten hat darunter. Und hat uns viel Zuspruch gegeben. Und die gab mir ein Buch von Elaine N. Aron, Hochsensibilität. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht, das bin ich ja auch. Und da kam dieses Thema in unser Leben. Ja, unser Sohn hat dann noch das zweite halbe Jahr gemacht und es gab eine Dépense d'Orange dann im anderen Stadtteil von der Schule, die wir eigentlich ausgewählt hatten. Da hat er dann Platz bekommen und hat dann nach dem ersten Schuljahr ins zweite in diese Dépendance gewechselt. Und diese Erzieherin hat mitgewechselt und sie ist wieder in das Team von ihm gekommen. Was natürlich wunderbar war, weil sie einfach ja, eine Herzensgute war. Allerdings hatte sie als Erzieherin eben die niedrigste Position im Team und konnte nicht viel machen. Und in dieser Schule kam die nächste Katastrophe, nämlich eine Lehrerin, groß, überfordert, die hat die Kinder so zusammengeschrien, die hat handgreiflich wirklich die durch die Klasse gezogen. Und weil ich diesen Draht zu dieser Erzieherin hatte, hat sie das alles erzählt. Thomas war zu dem Zeitpunkt Elternvertreter. Und ja, und dann traten eben andere Eltern an uns ran und es gab ein viel Geschreibe mit der Behörde und so weiter, die letztendlich aber nichts gemacht haben. Und lange Rede, kurzer Sinn, es waren nach 6 Schuljahren 6 Schulwechsel, weil wir immer gedacht haben, es wird vielleicht besser. Jetzt wissen wir echt nicht mehr, was wir machen. Wir haben es an die Schulbehörde gewandt. Und die Frau hatte dann die Idee zu sagen, wir testen ihn mal auf Hochbegabung. So, ja. Das wurde dann gemacht. Dann kam raus, im Arbeitsspeicher hat er eine Hochbegabung. Das heißt, er lernt, er muss eine Sache halt irgendwie nur einmal sehen und sie ist drin. So. Ja. Dann sagt sie, okay, dann kommt er aufs Gymnasium. Dann ist die 6. Klasse aufs Gymnasium gegangen. Und war das dann in Mathe so, viele, viele Arbeitszettel mit ganz kleinen bedruckten Aufgaben, die ausgefüllt werden sollten. Er hatte das sofort verstanden und musste dann irgendwie 38 von diesen Arbeitszetteln machen, was zum Blackout geführt hat. Ja, und dann endet es dann am Ende des ersten Halbjahres der 6. Klasse, dann, dass das wieder immer krank wurde, in Richtung Burnout ging und und dann haben wir ihn rausgenommen, dann haben wir erstmal ein halbes Jahr krank schreiben lassen. Und ja, und weil wir dann nicht uns mit den Behörden nochmal rumschlagen wollten, haben wir dann den Weg genommen nach Österreich. Und ab da begann dann die Magie in unserem Leben. Dann kamen die Fügungen. Ja. Ja, man muss dazu sagen, in Österreich gibt es nur die Bildungspflicht, das heißt keine Schulanwesenheitspflicht, wie es in Deutschland ist. Also man muss wirklich im Schulgebäude anwesend sein. In Österreich gibt es die Möglichkeit des Homeschoolings, des sogenannten. Also das Kind kann zu Hause lernen und geht dann einmal im Jahr zur Feststellungsprüfung. Und wenn es die besteht, kann es weiterlernen. Wenn nicht, muss es dann in die Schule. Also das wäre zumindest ja für Deutschland auch mal ein Schritt. Ja. Gerade hochsensible Kinder, du hast es angesprochen, ich hatte auf meinem Kanal auch schon das Thema Hochsensibilität behandelt, also die Kinder, die nehmen besonders wahr, ne? Die sind oftmals auch überfordert vom Druck, vom Stress, vom Lärm. Also da kommt ja so viel, gerade wenn dann Kinder so viele Antennen haben, die nehmen ja so viel wahr und dann fällt es schwer zu filtern und dann sind die einfach überfordert und können gar nicht ihr Potenzial entfalten, ne? Es gibt ja auch Kinder, die einfach unterschiedlich lernen. Manche möchten sich mit einer Thematik stundenlang beschäftigen oder wochenlang. Die saugen das förmlich auf und na, wir alle wissen ja, wie das deutsche Schulsystem funktioniert, wie dann immer alles so zerhackt wird und dass man da auf Knopfdruck klingelt, so Thema beendet, nächste Stunde, nächstes Fach, so ungefähr. Und ja, also es gibt viele Kinder, die können sich dem anpassen, ja, die gehen vielleicht vermeintlich unbeschadet dadurch, ja, aber es gibt auch viele Kinder, eben auch hochsensible Kinder, die zeigen eben auf, dass dieses System eigentlich veraltet ist. Dass es nicht mehr zeitgemäß ist, gerade für diese feinfühligen Kinder, ja, die wir ja auch für die Zukunft, für den Wandel brauchen. Ja. So. Und ja, ihr seid eben den Weg gegangen, das Deutschland zu verlassen. Also gibt wirklich viele Eltern seit vielen Jahren, die dann Deutschland, ihre Heimat, ja eigentlich den Rücken kehren, weil das nicht mehr tragbar ist. Ne? Gerade wenn der Leidensdruck der Kinder und auch der Eltern, das ist ja als Familie, das ist ja ein
immenser Druck, ja, den man da ausgesetzt ist. Und es waren ja 5, 6 Jahre, was ihr so beschrieben habt. Mhm. Ne? Ja, ja, ja. Also dass das auch mit einem Kind, mit einer Familie macht, dieser Druck, das können sich ja viele gar nicht vorstellen. Und ihr seid da sehr mutig gewesen und ja, seid dann einen anderen Weg gegangen, erstmal über Österreich. Und wie habt ihr das dann in Österreich gemacht? Da hatten wir dann in einem kleinen Bauernhof eine relativ kleine Wohnung gefunden. Die ist uns dann auch so zugefallen. Ja, ja. Und da konnten wir dann immer hin und hatten wir sozusagen so unser Ausweichquartier. Und ja, und da konnte er eben auch seinen Projekten nachgehen. Und wir haben das eigentlich immer so gemacht, dass wir einfach nur Angebote gemacht haben, einfach mal was liegen lassen haben auf dem Tisch, ein Buch, was interessant war oder irgendwie irgendein Gegenstand oder so, der vielleicht interessant war. Und ja, das hat dann immer schon was in Gang gesetzt bei ihm und hat dann immer tolle Projekte gemacht. Ne? Ja, in Österreich war das ja dann auch so, dass wir waren ja dann im Winter angekommen, Februar, März. Und dann war ja Skisaison und es war natürlich wunderschön, aus mit den Schnee sind wir halt ins Skigebiet gefahren, um zu schauen, und der hatte sofort Feuer gefangen und am nächsten Tag war im Skikurs dabei. Und dann haben wir das ermöglicht, dass er alle Skikurse bis zum Ende der Saison machen konnte. Mhm. Und dann ging es ihm gut. Da war die Kraft wieder da. Ja, weil er hatte auch diese De-Schooling-Phase. Er war ja vorher schon im Burnout, deswegen hatten wir ihn ja rausgenommen, weil eigentlich nichts mehr ging, weil er eben 8 Stunden in der Schule war und eben abends noch bis 9 Uhr Hausaufgaben machen musste. Allein schon das abzuschreiben, eben diese ganzen Zettel, die auszufüllen, das dauerte schon so lange. Jetzt vom Überlegen gar nicht mehr gesprochen, denn wir haben da ja auch nachher dann auch massiv mit geholfen, weil das sonst gar nicht ging. Und selbst dann war das bis um 8:30 abends. Ja, weil auch so ein großer Widerstand war. Ja, das ja. War ja nicht sein Ding. Und wenn ich das jetzt mit jetzt vergleiche, ja, oder auch die ganzen Jahre jetzt, ich meine, das war 2017, wenn er seine Projekte macht, wie tief das Eintauchen ist, wie umfassend er sich informiert, was da alles da ist. Und dann gegen diese Zettel war einfach so ein großer Widerstand und ist einfach gegen seine Natur gegangen. Und da kann man eben nicht alle das, eben in eine Norm passen, es sind alle individuell. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die individuellen Fähigkeiten und Begabungen, Talente sich entfalten können. Ja, ja, genau, richtig. Und es fehlte eben auch der Sinn eben. Ja, ne? Der Sinn und jemand, der auch eben wirklich für ein Thema brennt, wenn er das denn vermittelt einem. Das macht ja auch unheimlich viel aus. Und da haben wir eben auch geguckt, ob wir eben vielleicht ihm Meister anbieten können, die ihm auf ihrem Gebiet oder deren Gebiet dann eben zeigen können, was haben die für einen Spaß dabei. Und ne? Die brauchten wir denn auch gar nicht zu bringen, weil nee, die haben ihn die kamen. Ja. Ja, das war auch magisch. Ja. Fast 3 Monate. Mhm. Und wir waren am ersten Sonntag auf dem Markt da und wir hatten vorher hier in Italien und hat hier gesagt, ich wollte für meinen internationalen Highschool-Abschluss in Geografie gerne was mit Höhlen machen. Dann haben wir hier eine Höhle angeguckt, die Frassassi-Höhlen, die größte in Europa. Und den kam ihm, wie gesagt, nach El Hierro am ersten Sonntag auf den Markt. Mhm. Und da war ein Stand von einem Deutschen. Und er hätte hinten als Höhlenführer. Und das hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Und dann haben wir, ich weiß nicht wie lange, dann gleich am Stand gestanden, ja. Stunde, anderthalb Stunden, und sich über Höhlen, hat er ihm alles erzählt, um den Vulkanausbruch auf La Palma drüben. Und dann haben die ja miterlebt. Und die Vulkanhöhlen. Dann hat er zwei Höhlentouren mit dem gemacht und hat einen super Mentor. Ist ja, einfach das war cool. Und zu uns gekommen. Ja. Und das ist ein Beispiel. Es ist halt auch immer, immer wieder. Ja, ja, genau. Oder richtig. Das andere schöne Beispiel, das war, der war 14, dann kriegten wir einen Anruf von einer Freundin. Ach, und sie sagt, du, ich habe gerade im Frühstücksfernsehen gesehen, da sucht ein 14-jähriges Mädchen, die möchte Astronautin werden, einen 14-jährigen Jungen, der mit ihr zusammen nach Amerika zur NASA Rover Challenge fährt.
Und wir haben dann gedacht, will er sich nicht bewerben. Und dann war er gerade mit einem Freund draußen und dann haben wir schnell reingeholt. Und, willst du das machen? Und so, ja. Und hat dann ein Video gemacht, es wurde dann hingeschickt, es wurde am nächsten Morgen im Frühstücksfernsehen ausgestrahlt und er wurde zum Space Education Center in Leipzig dann eingeladen. Genau. Und musste dann so ein kleines Projekt machen, wie es eine Präsentation gibt, um sich da zu bewerben. Ja, das hat er gemacht und dann ist dann das Team aufgenommen worden. Und die sind dann im April 2019 mit dem Team aus Leipzig nach Amerika gefahren und zur NASA Rover Challenge. Und dann waren es ungefähr 100 Teams und da sind die beiden Weltbeste geworden. Und am Tag sind sie dann noch 3 Wochen durch die USA, wurden überall empfangen, zum Beispiel in University of Houston und im Space Center und was die alles da gesehen haben, das muss großartig gewesen sein. Und ja, hätte er nie erlebt, hätten wir das weiter durchgehalten. Ja, so, und dann im Januar 2020 sind sie dann nochmal nach Moskau. Da gibt es, das nennt sich Koroljow-Lesung. Das ist so ein Designer-Wettbewerb für junge Menschen. Koroljow war ja der Werner von Braun quasi von Russland, also der Raketenkonstrukteur. Ja, genau. Also da hat er nochmal sein Sammelgerät für Flüssigkeiten auf fremden Planeten, was er eben als für den Wettbewerb für die NASA eben konstruiert hatte, nochmal vorgestellt und hat da tatsächlich den ersten Platz gemacht mit seinem Gerät und hat da sogar nochmal, also das dafür, dass eben die in der Grundschule gesagt hätten, er hätte könnte kein Mathe und würde das alles nicht so verstehen, hat dann auch noch sogar eine Einladung in die Akademie der Wissenschaften bekommen, um da als Gast mitzumachen. Also hat dann nochmal wieder, weil er einfach seinem Herzen gefolgt ist, einfach da wieder das gemacht, was ihm Spaß machte eben. Und einfach der Erfolg kam einfach so, der hat ihm gar nicht so viel bedeutet, aber es kam einfach so. Ja, und es ist alles auch zu uns gekommen. Es kam halt auch die Musik. Also er hat ja auch Geigenunterricht gehabt, vorher schon, und in der Schule auch schon Kirchenorgel gespielt. Und ja, mit der Geige kam es dann. Es gibt diese 4 Damen von Salut Salon, die haben die coolen Streicher in Hamburg. Und wir sind ja immer von Österreich, Hamburg hin und her. Und da haben die immer Musikwettbewerbe gemacht und viermal den ersten Platz gemacht und war halt in dieser Gruppe und sind zur Goldenen Henne. Und das hat sich alles so gefügt wie Magie. Ja. Und das wäre nie passiert, wären wir da in den Kampf geblieben und hätten da weitergemacht. Ja, er konnte sich dann einfach in Ruhe entfalten mit den Möglichkeiten, die er ihm gegeben habt, ne, und konnte sich auf das konzentrieren, was seinen Fähigkeiten auch so entspricht, ne, und Freude eben. Mit wie viel Wissen was wir in der Schule lernen, brauchen wir wirklich im Leben, wir vergessen ja auch ganz viel wieder. Das ist ja wirklich auch so, wie manche sagen, Bulimie lernen. Ja. Weil es wird einfach für einen Test einfach gelernt, und dann sozusagen, ne, ausgekotzt, so für einen Test. Muss man es ja wirklich mal so sagen. Dann ist es wieder weg. Es ist ja kein nachhaltiges Lernen, wenn es wenigstens nachhaltiges Lernen wäre. Ich meine, es ist ja auch so, wenn man mit gewissen schönen Ereignissen, Emotionen, so Wissen verknüpft, dann bleibt es ja auch nachhaltig, aber nicht so, wie es so erfordert wird. Ne? Einfach nur für eine Note lernen, nicht für die Nachhaltigkeit, dass es in echtes Wissen übergeht, was man wirklich auch im Leben verwenden kann. Mhm. Und da darf das Schulsystem auch mal ein bisschen aufpoliert werden, so. Oder generell auch ohne Pflicht. Also die Art des Bildens ist nicht mehr zeitgemäß. Wenn man da noch reingezwungen wird, das bringt ja viele Familien, es ist eine kleine Katastrophe. Nicht jeder hat ja auch die Möglichkeit, so auszuwandern oder kann sich das vorstellen oder will das gar. Ja, viele haben so ähnliche Probleme wie ihr und verharren dann erstmal so, weil sie denken, wir müssen. Ja. Und deswegen ist es auch so wertvoll, dass ihr euren Kongress macht, um einfach aufzuzeigen, erstmal, was steckt hinter dem Bildungssystem und was gibt es für Möglichkeiten, dass ihr auch mal aufzeigt, was da Familien einfach, welche neuen Wege sie gehen. Das heißt ja auch erstmal, ja, neu zu denken, anders zu denken, ja. Einfach
die Dinge anders zu machen, auch mal auszubrechen aus dem, was hier so normal ist. Das macht man halt so, das ist doch so normal. Und ja, um einfach auch den Kindern, den besonderen Kindern auch, einfach eine Chance zu geben, sich entfalten zu können. Ja. Und wie hat sich das für euch so, dieser Weg, als wie hat das euch als Familie verändert so? Was hat es für einen Einfluss gehabt, diesen Weg zu gehen? Also wie hättet ihr gedacht, wie wäre es in Deutschland weitergegangen und wie, wenn ihr das so vergleicht? Also ich muss ja sagen, dass wir halb und halb praktisch waren. Es war ja immer nur, dass wir da ausweichen konnten. Und wir hatten ja dann ab der 7. Klasse die internationale Klonlara. Klonlara School, genau. Und das war für mich schon so, dass ich sagte, wenn wir in Hamburg waren und irgendjemand gefragt hat von den Nachbarn, dann ist es ja internationale Schule, die ist online, das geht heute. Ja. Und wir haben da nie irgendwie Nachfragen geschaut, so was gibt es, das ist ja toll, das haben wir von den Leuten dann gehört. Mhm. Ja. Also insofern war da ja auch immer, also wie kann man jetzt, wie hat es uns verändert? Das hat uns näher gebracht, glaube ich. Ja, ich würde sagen, es hat uns als Familie näher gebracht, weil wir vorher im Außen gekämpft haben. Mhm. Und dann uns aber zu uns genommen haben. Ja, vorher war es ja nur, dass wir versucht haben, irgendwie zu funktionieren, ja, nicht? Ja. Dass man durch den Tag kommt, durch die Woche kommt, mit dieser vielen Arbeit, die da in der Schule angefallen ist, mit dem schweren Ränzel, den er da hatte, wo er zweimal ist er dann fast vom Fahrrad gefallen beim Losfahren, weil der so schwer war, dass er da das Gleichgewicht verloren hatte. Also das war eigentlich nur vorher nur eigentlich nur ein Kampf gegen Mühlen. Mhm. Und nachher war das ganz anders. Das war also ja, ein Ausdruck. Ja, ja. Ausdruck des Selbst eigentlich, ja, ne, von der anderen Ebene. Es fängt ja eben Sports an, wenn junge, also die andere hat halt immer viel geschlafen. Oh. Hochsensibel halt. Ne? Ja, mhm. Und das verarbeiten auch alles. Und ja. Alleine dieses Wecken morgens, bin ich dann schon völlig fertig. Ja. Und ist halt ein Langschläfer, das war von Baby an. Und das ist jetzt auch noch so. Ja, und Hochsensible, die brauchen auch manchmal länger, um Dinge zu verarbeiten. Die brauchen auch mehr Ruhephasen oder auch die Möglichkeit, wenn sie sich zurückziehen wollen, dass sie das auch haben. Aber in diesem Schulsystem funktioniert das nicht so. Nee, kannst du nicht einfach mal zwischendrin sagen, ich bleibe heute mal zu Hause, ich brauche heute mal einen Tag für mich, um die Dinge zu verarbeiten, weil es gerade so viel Druck, so viel Stress ist. Ich meine, gut, es gibt auch Eltern, die machen das, ja, die das können, ja, also ich kenne das ja auch noch aus der Grundschulzeit, wenn es mir möglich war, habe ich dann auch meinen Ältesten zu Hause gelassen, wenn er überfordert war. Mhm. Aber ja, Eltern, die dann vor allem, ja, die, ich meine, wir arbeiten ja online, da geht sowas, wenn man von zu Hause aus arbeitet, aber also Eltern, die dann eben so angestellt irgendwo sind oder selbstständig oder was auch immer oder dann wirklich rausgehen müssen zum Arbeiten, da ist natürlich schwieriger, auch gerade wenn die Kinder kleiner sind, wenn man da nicht Familie oder irgendjemanden hat, sind da schon, ja, ich hatte auch schon viele Gespräche in den letzten Jahren, dass auch Eltern sagen, wie soll man das denn handeln? Ne? Wir müssen beide arbeiten, um die Familie zu ernähren und unser Kind ist 7, 8, kann man doch nicht den ganzen Tag alleine lassen. Das ist ja auch wieder so die Problematik. Ne? So, früher gab es ja auch mal eher so die Großfamilien, da waren die Eltern mit involviert oder eben generell die Großfamilie und da konnte man sowas noch eher handeln. Heutzutage, gerade in der Großstadt, sind die Kernfamilie, Eltern, Kind und irgendwie muss man damit klarkommen. Da hat man niemanden, der das so ein bisschen auffängt. Ne? Und aber das war bei uns ja genauso. Also wir haben ja beide unsere Berufe verändert. Ja. Also die alten Berufe aufgegeben und sind dann wirklich auch gesprungen und sind dabei, etwas Neues aufzubauen. Gut dazu und auf alle Fälle auch, dass man Sicherheit abgibt. Viele meinen sich immer in Sicherheit, in einer vermeintlichen Sicherheit, aber die gibt es nirgends. So, ne? Genau. Richtig, genau. Mehr so die vermeintliche Sicherheit. Aber ihr habt es ja für euren Sohn gemacht, ihr wusstet ja. Also ich denke auch, ihr seid auch Menschen, die lassen sich einfach leiten und führen. Und wenn sie wissen, wir müssen jetzt diesen Weg gehen, sonst wird das hier nicht mehr funktionieren, sonst wird auch unser Kind wirklich Schaden erleiden. Ne? Das kann ich denke auch, dass viele Eltern einfach so in diesem System drin sind, wollen die Familie versorgen, ernähren und da muss es irgendwie funktionieren. Ja,
die funktionieren selber nur und versuchen alles zusammenzuhalten. Da fehlt vielleicht auch wirklich manchmal ein Blick auf das Kind, weil die Kapazitäten einfach nicht da sind, weil man mit sich beschäftigt hat. Ne? Viele sagen ja auch immer, das Hamsterrad, das dreht sich. Und viele Kinder funktionieren auch irgendwie, auch wenn es, wenn man in die Tiefe schaut, nicht wirklich funktioniert. So, ne? Gerade als ich auch das Thema Bildungsfreiheit, bedürfnisorientiertes Begleiten immer mehr nach draußen gebracht habe, haben mich auch viele Erwachsene angeschrieben, die gesagt haben, meine Schulzeit war die Katastrophe. Ich habe da nur gelitten. Irgendwie bin ich durchgekommen irgendwie. Und ich habe viele solche Nachrichten bekommen. Ne? Die, ist auch Leute, die schreiben, ich leide heute noch unter meiner Schulzeit. Ja, ganz viele. Ja. Also, das ist halt auch so eine Thematik, ja, was kann man den jungen Menschen mit auf den Weg geben, wenn sie eben gut in das Leben starten können, also bis sie erwachsen sind, ne? Sei es eben als Kind, als Jugendliche, wenn sie wirklich gut und bedürfnisorientiert begleitet werden. Ne? Ich will nicht generell sagen, dass Schulen generell schlecht sind. Das kann ja ein Angebot sein, verschiedene Schultypen. Aber dass man eben die Wahl, die Möglichkeit hat, wenn man merkt, das Kind lernt anders, das Kind ist hochsensibel, das möchte eher so sich zurückziehen, dass man zumindest auch in Deutschland die Möglichkeit hat, das legal zu leben und nicht unbedingt das Land zu verlassen. Ja, genau. Dass man wirklich die Entscheidungsfreiheit hat, und da müsste es in Deutschland noch hingehen, ne? Dass dieses verkrustete alte Schulsystem einfach aufweicht. Nichts gegen Bildung, also Bildung ist wichtig, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, aber auch die Art und Weise, wie es eben vermittelt wird, und auch, wir kamen ja schon drauf, was vermittelt wird. Ne? Ja, Bildung ist auch wichtig, aber auch zu wissen, zu gucken, was wird denn überhaupt in den Schulen gerade vermittelt? Ne? Ist das überhaupt noch brauchbar, oder gibt es nicht viel wichtigere Themen, mit denen die Kinder sich heute beschäftigen könnten? Ne? Naja, also Bildung ist ja eben auch nicht gleich Wissen. Ne? Das hat ja eigentlich nur bedingt miteinander zu tun. Und ja, dass die Kinder echtes nachhaltigen Wissen, ihrem Potenzial, ihren Fähigkeiten. Ne? Warum soll sich ein Kind, also ich habe selber Mathe mich da immer so rumgequält, 12 Jahre lang. Ja, wieso sollen das Kinder, wieso sollen sie sich wirklich mit den Themen rumquälen, wenn man schon nach Jahren merkt, das ist einfach nicht die Stärke, ne? Dass man das auch einfach die Möglichkeit hat abzuwählen. So. Und dass man, es gibt auch sehr kreative Menschen, die aber eben bei solchen Schulfächern für das, also im Sinne des Schulsystems ja versagen, in Anführungsstrichen. Aber eigentlich sind das kreative, empathische Leute, ne? Die ganz auf ganz anderen Gebieten Großartiges leisten, aber das wird in dem Schulsystem ja gar nicht abgefragt. Das wird ja überhaupt, darauf wird ja gar kein Wert gelegt. Ne? Nee, das auch nicht gefördert. Und das ist so, so wichtig. Und gerade für den Wandel, wie du eben auch sagtest, wir sind jetzt in der Zeit des Wandels und es wird sich verändern. Wir brauchen für das 21. Jahrhundert neue Fähigkeiten, und die dürfen wir nicht weiterhin deckeln. Sonst schaffen wir das nicht als Menschheit. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wenn wir so weitermachen, wird es keine Lösung geben. Und diese jungen Menschen sind unsere Zukunft. Ja, und gerade diese komplexen Prozesse zu begreifen und wahrzunehmen auch und da reinzugehen gedanklich auch, das braucht Zeit. Und wenn man diese Zeit einfach nicht hat, dann kann man auch eben diese ganzen Fähigkeiten nicht ausbilden und auch nicht ausleben dann. Ne? Und ist man gedeckelt, klar. Und Martina, du als Lehrerin, was ist deine Einstellung heute zum Thema Lernen und Bildung, ne? Als Lehrerin, und dann hast du deinen Sohn bedürfnisorientiert selbstbestimmt begleitet. Wie ist dein Blick da jetzt nochmal als Lehrerin drauf? Was kannst du vielleicht auch, wenn jetzt angehende Lehrerinnen oder Lehrer das schauen, ja, vielleicht einfach mal, dass sie nochmal Einblicke in deinen Wandel bekommen, was da bei dir genau vorgegangen ist oder vorgeht noch? Ja, ich sehe mich tatsächlich so als Brückenbauerin, weil ich ja beide Seiten jetzt kenne. Und als Lehrerin habe ich viele junge Menschen gesehen, die gelitten haben, die nicht so behandelt wurden, die auch bestraft wurden für was, weil sie was nicht wollten, weil sie andere Begabungen gerne ausleben wollten und das aber nicht durften und in Sachen hineingezwängt wurden, die nicht ihre Talente und Fähigkeiten gefördert haben. Und heute sehe ich, dass Lesen und Schreiben und Rechnen gelernt wird. Also wir haben jetzt gerade ein frisch gebackener Klonlara Highschool-Absolvent und hat da jetzt nochmal seine Mathe ganz bis hinten aufgeschoben, und dann hat er sich da so reingearbeitet und hatte mir so einen Spaß dran an diesen ganzen Mathe-Sachen.
Und ja, und der ist so umfassend gebildet. Ich meine, ich habe Abitur, ich habe studiert und mein Sohn sagt Dinge, die ich nicht weiß. Also der ist noch viel umfassender gebildet, weil der halt darüber hinausgehen konnte. Ich kann da nur jeden, eben auch als ehemalige Lehrerin, ermutigen, wenn ihr seht, dass euer Sohn oder eure Tochter irgendwie leidet, dass es Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Ticks gibt, schaut nach anderen Wegen. Manche sagen sogar ganz deutlich, ich will da nicht mehr hingehen. Schaut genau, wo die Fähigkeiten und Talente sind und zwängt sie nicht dahin, was sie nicht machen möchten. Manches kommt. Also es ist auch mit dem Lesen zum Beispiel. Es wird gesagt, Ende der zweiten Klasse, glaube ich, muss man das können, oder mit 7, dann und dann muss man das können. Nein, man weiß heute, dass man eigentlich als Mensch in unserer Gesellschaft so um und bei 12 Jahren das Lesen, weil man hat festgestellt, dass diejenigen, die in dem Alter sind, die haben nachher viel mehr gelesen, die anderen lesen nachher gar nicht mehr gerne. Da hat man eben schon herausgefunden, dass das überhaupt nicht das richtige Alter dafür ist. So, und dann stelle ich mich als Lehrerin dahin und sage, hier, du musst, und dann bewerte ich, und du bist nicht fähig. Dyslexie, das kann ich nicht mehr verantworten, weil ich diesen Blick habe und wenn ich beide Seiten gesehen habe. Und es gibt sicherlich welche junge Menschen, für die das gut ist. Und ich denke aber auch das darf geöffnet werden jetzt. Es darf geöffnet werden. Und es muss nicht, du bist hier an diese Schule gezwungen. Und dann musst du das hier 12, 13 Jahre durchziehen, ob dir das gefällt oder nicht. Es ist auch bei den Erwachsenen so, wer gerne im Großraumbüro arbeitet, für den ist es okay. Aber wer das nicht tut, der kann sagen, ich kündige meinen Job und ich gewinne zumindest die Freiheit. Das müssen wir unseren jungen Menschen doch zugestehen, dass sie sagen, wenn sie sich nicht wohlfühlen, dass sie Nein sagen dürfen und dass sie gehen dürfen. Und was anderes machen. Das heißt ja nicht, dass sie nichts machen, sondern was wir gesehen haben, eben auch mit anderen frei sich bildenden und auch die ganzen Interviews, die wir geführt haben, so tolle Sachen gehört, was geschehen kann, wenn man nicht in die Schule gezwungen wird. Also hört euch das an. Das ist Ganz wirklich, spannend, wirklich ja. toll und spannend, was die Menschen erzählen, die diese Wege gegangen sind. Und alle sagen, es ist diese breit gefächerte Bildung, die da ist, nicht dieses Wissen. Ja, das kommt eben aus dem Sinn, dass Sie da einen Sinn drin sehen und daraus dann auch eine Leidenschaft dafür entwickeln und wirklich aus sich heraus dann sich weiterbilden und gucken, wie geht das, wie muss ich das machen, um da weiterzukommen. Ja, es gibt ja auch schon Untersuchungen, dass gerade wenn ein Kind intrinsisch motiviert ist, etwas zu tun, ist es viel nachhaltiger und verankert sich, als wenn es von außen gezwungen wird, ne? Und das wird ja im Schulsystem so gut wie überhaupt nicht beachtet, ne? Die Kinder, die sind halt einfach, die werden in großen Klassen zusammengesteckt, gleichaltrig, das gibt es ja im echten Leben überhaupt nicht. Und die müssen dann ab dem Punkt, sollte das gelernt sein, ab dem Punkt sollen sie das können, und da wird überhaupt nicht der individuelle Mensch gesehen mit seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial. Ja, und Und ja. dafür sind wir doch hier auf der Erde. Wir haben alle unsere Aufgaben, die wir hier mit unseren Potenzialen und Fähigkeiten, die wir in diese Gemeinschaft der Menschen einbringen. Und wenn wir alle gleich gemacht werden, wie kann das funktionieren? Das sieht man ja im Moment, funktioniert ja nicht so super in unserer Gesellschaft. Ja, das Schulsystem wurde ja auch so eingeführt, auch gerade in Deutschland, um eben Arbeiter darauf vorzubereiten, ne? Generell, um ja für diese Gesellschaft die nötigen Arbeitskräfte heranzuziehen, heranzuführen. Und die Zeiten haben sich komplett geändert, ja. Es gibt so einen großen Wandel, und da darf sich das auch in Deutschland ändern. Ich meine, es gibt ja viele Länder, wo es eine Bildungspflicht oder eine Bildungsfreiheit gibt. Also Deutschland gehört ja Fast zu den alle wenigsten Anbieter, Ländern. fast Ich alle glaube, Länder. Nordkorea, ne? Nordkorea, China, also aber das sind ja wirklich auch Staaten, wo man Schweden, denkt, pff, Schweden das auch. ist Schweden. Schweden hat allerdings keinen Lehrplan wie in Deutschland.
Also in Deutschland sind sich viele gar nicht bewusst, es hat mit die strengste Schulpflicht, wenn man mal von Nordkorea und China absieht. Ja, und ich meine, wenn das weltweit so wäre, weltweit gäbe es diese Schulpflicht, dann würde man denken, okay, dann ist das vom System gut, könnte man auch was ändern. Aber wenn man weiß, in Deutschland ist es so streng wie fast in keinem anderen Land, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Ja. Ne? Also ich habe mir da schon viel Gedanken drum gemacht, bin da schon so mehr in die Tiefe. Wieso, weshalb, warum ist das ausgerechnet in Deutschland so? Wenn man in die Tiefe geht, weiß man es auch, aber nichtsdestotrotz darf es gern geändert werden. Ne? Ja, und wenn ich euch jetzt so höre, wie ihr den Weg so beschreibt, dann merkt man ganz eindeutig, dass ihr euren Sohn bedürfnisorientiert begleitet habt. Mhm. Also auf Augenhöhe begegnet, also so Elternkind, nicht, du musst jetzt einfach funktionieren, das ist jetzt so, mach jetzt, wie das ja bei vielen Menschen so drin ist. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man zurückgeht, die meisten Eltern wurden ja auch so behandelt. Es sind ja auch gewisse Programme, Muster, die man dann einfach übernimmt. Und jetzt ist es an der Zeit, dass man einfach das durchbricht, dass man es eben nicht so macht, wie es einem selber passiert ist. Ne? Dass man, es ist ja mit, nicht nur mit diesen Bildungsthemen, es ist ja auch in vielen so, in vielen anderen Themen sind so gewisse Traumata, die Familien über Generationen immer so gemacht wurden, sei es wie man gewisse Probleme löst, dass immer irgendwann jemand an einem Punkt ist, sagt, oh, ich mache das jetzt anders als in meiner Familie und die Generationen davor. Und so empfinde ich das heute auch so mit diesem Bildungsthema, ne? Dass man da einfach da mal anders rangeht und sich mal genau anschaut, was für wunderbare kleine Menschen wir da begleiten dürfen. Und das ist einfach so wertvoll, sich das heute mal genau anzuschauen. Was heißt eigentlich bedürfnisorientiertes Begleiten versus Erziehen? Und wie ist da so eure, also ich habe so das Gefühl, ihr habt da schon immer sehr auf euren Sohn geschaut. Es hat nur ein bisschen gedauert, bis ihr da euch wirklich diesen mutigen Schritt gegangen seid, da auszubrechen. Und weil ihr dann, ich glaube, es war euch vielleicht von Anfang an gar nicht so bewusst, wie fatal das ist. Ihr habt ja beschrieben, 6 Schulwechsel. Und dann irgendwann resigniert man ja, denkt man, also das kann man dem Kind ja auch nicht antun, noch ein Schulwechsel, wie soll das weitergehen? Und wart ihr mal an einem Punkt, wo ihr sagt, da waren wir in dieser Erziehenschiene drin und durch unseren Sohn, durch das ganze Beobachten sind wir in dieses bedürfnisorientierte Begleiten gekommen? Könnt ihr das mal kurz skizzieren? Oder wart ihr schon immer, habt ihr von Anfang an das schon anders gemacht? Ich kann sonst mal ganz kurz von meiner eigenen Schulzeit berichten. Also ich war die ersten 10 Jahre auf einer Reformschule gewesen, wo also wirklich sehr, sehr neue Sachen ausprobiert wurden und sehr sinnorientiert gearbeitet wurde, also projektorientiert und so weiter. Also nur ein Beispiel, wenn wir jetzt über Hausbau gesprochen haben, dann haben wir in dem Klassenzimmer ein Fachwerkhaus dort gebaut, wirklich aus Holz, sodass man also längere Zeit in diesem Fachwerkhaus dann Schule gemacht hat. Und das ging aber leider nur bis zur 10. Klasse. Also jetzt ist der Geist der Schule auch nicht mehr so, muss man sagen. Das war im Wesentlichen auch nur ein Lehrer, der dafür gebrannt hat. Und dann ging es aufs Gymnasium, was dem auch angegliedert war. Und da war, das war so ein krasser Schnitt, dass ich gesagt habe, so kann ich eigentlich nicht lernen. Ich habe es aber trotzdem durchgezogen, weil man das ja so macht. Und hatte aber immer große Fragen, ob das Ganze denn überhaupt sinnvoll ist. Und deswegen haben wir auch von Anfang an immer geschaut, dass wir also möglichst einen guten Kindergarten, eine gute Schule haben, wo eben auch so wirklich auf den Sinn geguckt wird, wo auf das Kind geguckt wird, wie lernt das Kind. Ja, und deswegen haben wir also immer wieder probiert. Aber jetzt, das kam erst im Laufe dieses Prozesses, dass wir eben gesagt haben, ja, wir können das innerhalb des Systems so nicht machen, weil gerade für Hochsensible ist es sehr, sehr schwer, sich in ein System oder in einem festen Gefüge zu lernen, weil die eben ihre Zeit brauchen, Dinge zu verarbeiten, zu hinterfragen. Auch was eben ein großes Thema war, war eben auch diese Wahrheitsliebe und dieser Gerechtigkeitssinn. Ja. Der eben sehr, sehr stark ausgeprägt ist, gerade bei Hochsensiblen. Und da stießen wir immer wieder also als Familie mit der Schule an Grenzen, wo die Schule gesagt hat, das können wir so nicht. Und wir haben gesagt, das muss aber, sonst verkümmert er eben und kann überhaupt gar nicht lernen und wird krank. Und das ist ja dann auch passiert. Und das war eigentlich das, was so dazu geführt hat. Also es war immer schon, dass wir geguckt haben,
Wie kann man besser lernen oder wie kann man bestmöglich lernen? Aber dieser Schritt raus aus diesem Schulsystem, das war ein Prozess. Ja, und bei mir, dadurch, dass ich eben auch versucht habe, eben mit ihm die Hausaufgaben zu machen, und das war irgendwie so anstrengend immer, wo ich auch dachte, so ja, ich habe Lehrerin studiert und jetzt mache ich das mit meinem Sohn hier, damit er in der Schule funktioniert. Das kann es jetzt auch nicht sein, weil es wirklich sehr, sehr anstrengend. Und dann im Gegensatz, das bedürfnisorientierte Begleiten ist so ein schönes, erfüllendes Gefühl, ist so zu sehen, auch wie der junge Mensch aufblüht und wie Freude ist und wenn nicht das Gegendruck Druck erzeugt, Gegendruck, sondern das fließt dann und zu sehen, was dann alles entsteht, was er alles dann von sich aus gebaut hat, wo ich dann auch gar keine Anleitung mehr brauchte, sondern das hat sich dann halt einfach so entfaltet, ja. Und das ist dann, finde ich, auch ein sehr, sehr erfüllendes Gefühl. Und dafür brauche ich auch nicht Lehrerin zu sein und ich muss nicht irgendeinen Stoff vermitteln, sondern das kommt von alleine. Und wenn dann Fragen kommen, ja, dann wie gesagt, heute weiß er mehr als ich, sagt mir die Sachen. Und wir haben schon gesagt, ja, dann gucken wir hier und da nach. Und wenn ich was nicht weiß, oder wir konnten ihm Sachen beantworten. Ja, und man kann alles nachschauen auch. Und ja, ich schätze, dass so diese Art des Begleitens auch sehr förderlich für die Eltern-Kind-Beziehung ist. Auch, ja, weil viele reden ja immer von der sogenannten Pubertät, da sind die Jugendlichen zu schwierig und dann gibt es so Reibungen und dann hassen die Jugendlichen ihre Kinder. Und ich habe, ja, ich war... Ihre Eltern, ja. Ja, was habe ich jetzt gesagt? Ihre Kinder. Ach so, nein, dann hassen die Kinder, die Jugendlichen, ihre Eltern. Und ich war auch schon auf einigen Vorträgen von Freilernern und habe mich ja viel mit der Thematik so ein bisschen beschäftigt. Und da ist mir immer aufgefallen, dass die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen einen sehr guten Draht zu ihren Eltern hatten, weil eben in dem, ja, in so einer entscheidenden Phase, auch in der Jugend, ich meine, wenn man sich überlegt, Jugend ist ja der Übergang, jahrelanger Übergang vom Kind zum Erwachsenen. Da verändert sich so viel, da wird alles umgebaut, die Gefühle, die Gedanken, die Wahrnehmung, der Körper. Und da ist ja in der Schulzeit der größte Druck. Genau. Ja. Auf die Kinder. Da macht die Schule Druck. Die Eltern wollen ja auch, dass die Kinder funktionieren. Die meinen es ja oftmals auch gut. Die wollen ja, dass die Kinder was erreichen im Leben. Und dazu gehört eben ein guter Abschluss. Da müssen die Kinder sich halt fügen und da müsst ihr halt durch, ne? An später denken und so weiter und so fort. Das muss funktionieren. Und ich meine, ich will nicht sagen, dass es generell so ist, aber es gibt schon Kinder, die dann da ausbrechen, die dann auch gegen ihre Eltern rebellieren, in der Schule rebellieren und die gar nicht ihr Potenzial entfalten können, ne? Die dann immer der Außenseiter sind, die vielleicht auch selber sogar vielleicht anzufangen zu mobben, weil sie selber Druck von zu Hause kriegen, von der Schule. Man muss ja immer genau hinschauen, warum reagieren Kinder so, wie sie reagieren? Wie sie, sind sie auch zu anderen Kindern so, wie sie sind? Wird von Druck von zu Hause ausgeübt? Man kann ja immer nicht sagen, das ist ein böses Kind oder so. Also man muss sich immer beide Seiten anschauen, wo kommt das her? Weil Kinder werden ja erstmal ganz wie ein weißes Blatt, sagt man, so geboren, ne? Was mir da jetzt gerade wichtig erscheint, ist, wir haben ja vorhin auch über die gleichaltrigen Orientierung in den künstlichen Gruppen von Gleichaltrigen. Das ist auch noch ein großer Faktor, der da mit reinspielt. Weil die haben gar keine Bezüge zu den Erwachsenen. Da ist ein Lehrer, aber der kann ja auch nicht für die ganze Klasse gleichmäßig da sein. Eltern sieht man ja nach den langen Schultagen auch nicht lange. Da isst man vielleicht noch mal gemeinsam Abendessen und dann setzt man sich vor den Fernseher oder macht noch Hausaufgaben oder viel Zeit verbringen die jungen Menschen nicht mehr mit anderen Altersklassen, sondern hauptsächlich mit der gleichen Altersgruppe. Und das ist nicht gesund. Und ich denke mittlerweile auch, dass die Pubertät ein künstlich erzeugtes, von der Gesellschaft erzeugtes Problem ist. Also diese Problempubertät, ne? So dieses, genau. Also ja, kann ich einfach, habe ich auch festgestellt, mich viel damit beschäftigt, das scheint irgendwie schon zusammenzuhängen. Je größer der Druck auf die Jugendlichen und eben auch der Schuldruck, so problematischer kann es sein. Hat ja auch schon der Gordon Neufeld in seinem Buch Gleichaltrigen Orientierung beschrieben, dass man das den Eltern dann auch entkleidet, die Kinder zu erziehen, schreibt er, glaube ich, oder zu begleiten, dass sie sich dann nichts mehr sagen lassen. Also sie hängen sich praktisch an Gleichaltrige, die auch keine Orientierung haben, die auch nicht wissen. Genau. Und die vielleicht, und gerade wenn man dann auch Kinder hat, die wirklich aus schwierigen Familienverhältnissen kommen und da wirklich auch traumatisiert sind und gewisse
Verhaltensweisen an den Tag legen oder Umgangsformen oder Lebensweisen, und das kann ja dann, das färbt ja dann untereinander, kann das abfärben, ja. Und dann hat man vielleicht ein gutes Elternhaus, aber weil einem so ein bisschen Kontrolle ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber die Bindung entgleitet zum Kind. Genau, die Bindung. Dann da fragen sich ja manche, wieso ist jetzt aus meinem Kind, wieso ist das jetzt, ne? Weil die sich einfach an die Gleichaltrigen orientieren. So. Ja, selber orientierungslos sind, ja. Früher wurde das ja auch anders geregelt mit den Großfamilien und, also ich weiß nicht, hat man mal in alten Schriften davon gelesen, dass es so diese Pubertät gibt, wie es jetzt in der modernen Zeit gibt? Also man sagt zwar immer, das ist normal, aber man weiß ja nicht, was ist schon wirklich normal, ne? Ja. Wer weiß, wie früher das Zusammenleben von Menschen war, als es noch viel natürlicher war. Wer weiß, ne, wie dann die Kinder auch, ne? Es gibt ja auch so ein afrikanisches Sprichwort, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Genau. Viele Eltern, die sind ja heute gerade in der Großstadt allein, habe ich ja schon gesagt, Kernfamilie, ne, sind allein, überfordert und ja, gerade wenn man so in der Familie eingebettet sind und es herrscht Harmonie, sage ich mal, es kann ja auch manchmal, für manche ist ja eine Katastrophe, ihre Familien, aber da spielen ja auch wieder die Traumatisierung rein, da muss man mal schauen, wo kommt das alles her, das ist ja manchmal so miteinander verflochten, ne, wo man sagt, wenn man es immer weiter zurückgeht, wo hat denn das Traumatisieren angefangen? Oder dass es so gewisse Konflikte gibt, auch in Familien, Großfamilien so, ne? Das, wenn ich manchmal mich damit beschäftige, das ist auch nochmal ein ganz weites Feld, ne? Das wollen wir hier nur so am Rand streifen, dass man auch immer schaut, ja, man kann erstmal bei sich in seiner eigenen Kernfamilie schauen, das zu harmonisieren und einfach bedürfnisorientiert begleiten, so wie ihr das macht, wie ich es auch versuche. Und ja, also ich würde es jederzeit wieder machen, dieses bedürfnisorientierte Begleiten, auch schon von der Geburt an, sich dann nicht beirren zu lassen, was ist normal, was machen die anderen, was wird so vorgegeben. Auch da gibt es ja dieses auch, Kinder können schlafen, dass man kleine Kinder einfach schreien lässt. Irgendwann resignieren die. Ja. Und das habe ich nie so gemacht. Also da fing es ja auch schon an, ne? Und ja, ich habe dann auch immer gesagt, so die ersten Jahre geht bedürfnisorientiertes Begleiten gut. Aber mit der Schule hört das irgendwie auf. Da geht es nicht. Da sind die Eltern die Hände gebunden. Bis in einem gewissen Maße kannst du es noch machen, aber dann hast du etliche Stunden in der Woche, wo dir die Hände gebunden sind. Ne? Manche Kinder schließen sich ja, also verschließen sich auch, die teilen sich nicht mehr mit. Du weißt nicht mehr, was ist da mit dem Kind eigentlich passiert. Wird es gemobbt? Hat es irgendeine Traumatisierung? Nicht jedes, also Kinder versuchen auch oft, wenn sie merken, ihre Eltern sind gestresst, das mit sich auszumachen, ihre Eltern nicht noch zusätzlich zu belasten. Ne? Und das ist so eine Sache, wo ich immer denke, das ist wirklich schwierig in Deutschland. Dieses bedürfnisorientierte Begleiten bis die Kinder 18, 19, 20 sind, wirklich frei zu leben ist wirklich schwierig. Und deswegen habt ihr ja auch eine andere Entscheidung getroffen, wie wir jetzt auch hier in dem Interview gehört haben. Ja. Und es braucht Mut. Es braucht Mut. Aber ich kann auch nur jeden ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil er macht das Leben lebendiger, macht es spannender. Und wie gesagt, also ich finde es auch sehr erfüllend zu sehen, wie sich ein junger Mensch entfaltet vor unseren Augen. Dass man so viel mit dann teilhaben kann, was man ja dann vorher leider nicht sieht. Ne? Ja. Also, ja, das Wundervolle ist ja, dass ihr einen Bildungskongress macht. Ich hatte es schon am Anfang genannt, Möglichkeiten und Visionen für Kinder. Das ist praktisch so die Frucht daraus, also euren Erfahrungen. Also, dass wirklich auch viele andere dran teilhaben können. Ihr habt ja auch viele Experten rund um das Thema Bildungskongress. Auch Hochsensibilität ist ein Thema. Wir haben auch über Wildkräuter und Kinder begleiten generell gesprochen. Und könnt ihr einfach noch mal ein bisschen was zu diesem Kongress für meine Zuschauer erzählen? Erstmal haben wir den Kongress mit der Intention gemacht, dass wir das für andere geben wollen, was uns damals gefehlt hat. Mhm. Wir waren damals nämlich ganz alleine unterwegs. Und wir haben jetzt so viele Experten dabei, die schon damals diesen Weg gegangen sind, die wir gar nicht wahrgenommen haben. Mhm. Und das ist so wundervoll jetzt gewesen, mit diesen Menschen zu sprechen, deren Töchter und Söhne jetzt teilweise schon über 20 Jahre alt sind. Und wie ist der Weg bei denen über diese vielen Jahre gewesen? Und die berichten davon. Und das in die Welt zu bringen und das zu teilen, das ist auch jetzt gerade die Herzmission mit diesem Kongress. Mhm. Ja, gerade auch für Deutschland. Ne? Österreich haben wir ja schon gesagt, Bildungspflicht, aber gerade in Deutschland finde ich dieses Thema so wichtig, weil eben das sind noch diese verkrustete, harte, nicht mehr zeitgemäße Schulpflicht gibt, diese Schulanwesenheitspflicht. Und da ist es so wichtig, in diesem einfach die Menschen so das Bewusstsein dafür zu öffnen, was kann schieflaufen. Ne? So, und oder was kann gut laufen. Was kann gut laufen. Was,
Ja, was kann gut laufen mit der Bildungsfreiheit, aber was eben schieflaufen kann in diesen alten Strukturen. Ne? Ja, so, genau. Dass man die Menschen einfach dafür sensibilisiert, auch ein bisschen offener zu werden, wenn sie davon hören, weil man macht auch oft die Erfahrung, dass was, nicht in die Schule, ja, das geht, also man ist hier einfach so darauf konditioniert, dass das sein muss, das gehört einfach dazu. Ich war auch mal bei einem Freilernervortrag, da war auch eine Freilernermama, die ist mit ihrem Sohn, hat auch mal, glaube ich, eine Weile in Kanada gelebt. Und da ist ja auch Bildungsfreiheit. Du kannst in die Schule gehen, kannst aber Homeschooling machen. Und die sind da und haben dann irgendwie auch in der Nachbarschaft wurde gefragt und die haben gesagt, wir machen Homeschooling. Oh, alles klar, alles gut. Die sind damit einfach vertraut. Und hier hat man eher eine ablehnende Haltung noch bei den meisten Menschen. Die bewussteren Menschen, die verstehen das auch. Ne? Wenn man bewusstere Menschen, die sich so damit schon länger beschäftigt haben, die finden das so, die sagen auch, da muss sich was ändern. Aber deswegen finde ich auch einen Bildungskongress so wichtig. Der wird online stattfinden. Wie viele Tage? Habt ihr ungefähr eingeplant ab 7. Januar? Oh, bis 17. Ja, bis 17. 10 Tage. 17 Tage sind das genau, ja. Genau. Meistens gibt es immer dann mehrere Interviews an einem Tag. Genau. Und rund um das Thema Bildungsfreiheit. Wie viele Experten habt ihr ungefähr? Das kann ja, sich auch noch manchmal nicht nur Bildungsfreiheit, sondern was gibt es für Möglichkeiten, sich zu bilden, eben für junge Menschen? Das also, ist auch wichtig, nicht zu sagen. Schulpflicht ist nicht, aber was gibt es für Möglichkeiten? Was kann man den jungen Menschen anbieten? Ja, genau. Und welche Möglichkeiten sind schon gelebt worden von Menschen in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg, auch in Deutschland? Was ist daraus? Und uns hat diese Zeit mit den Interviews hat uns so erfüllt, weil so schöne Sachen entstanden sind bei den jungen Menschen. Und das durften wir exklusiv miterleben und das möchten wir auch exklusiv weitergeben. Und es ist einfach, ich würde sagen, viel gut. Ja, also da bin ich euch wirklich auch sehr dankbar. Und ich habe mich ja auch gefreut, als ihr mich gefragt habt für ein Interview. Und habe ich gedacht, oh, das ist ein wichtiges Thema. Das ist jetzt ja nicht mein Hauptfokus. Aber das habe ich halt immer mal mit gestreift und beschäftige mich auch noch damit, weil es einfach so, gerade wenn wir wirklich eine neue Welt schaffen wollen oder eine neue Gesellschaft, so ein besseres Miteinander, dann müssen wir bei den Kindern anfangen. Ja. So. Ja, das ist ja die Zukunft, die Kinder. Kinder. Innovative, kreative, junge Menschen, so empathische auch, ne? Die einfach, auf denen nicht so Druck ausgeübt wurde. Weil viele junge Menschen, auf die Druck ausgeübt wurden, die geben es irgendwann auch weiter nach außen. Ne? Das ist ja wie so eine Kette. Und wenn man das durchbrechen kann und auch Möglichkeiten aufzeigen, ich kann mir vorstellen, dass durch euren Bildungskongress bestimmt da einige Familien sind oder junge Menschen, die sagen, oh, wenn ich mal Kinder habe, mache ich das anders. Oder Familien, die sagen, oh, da müssen wir uns jetzt mal mehr damit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten stehen uns da offen. Und das ist deswegen ist das so wertvoll. Und ich werde den Kongress auf alle Fälle auch unten verlinken. Da kann man sich kostenlos registrieren. Man kann in den 10 Tagen die Interviews kostenlos anschauen. Und ja, da freue ich mich auf alle Fälle auch darauf, welche Experten ihr dazu noch, welche Sprecher, welche Familien ihr dazu eingeladen habt, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist, das einfach mitzuerleben, mitzuverfolgen, da mal Einblicke zu gewinnen, was da so möglich ist. So, ne, wie kreativ Eltern werden, wie mutig Eltern werden, mutig auch, ne? Ja. Einfach ihren Weg zu gehen, unbeirrbar für ihre Kinder so. Ja, weil wir alle haben ja sehr viele Möglichkeiten und viele Familien auch, deren Kinder das wirklich nicht so gut geht, die krank werden. Also haben wir auch einige in der Beratung, die aber ihre Lösungen, die vor ihren Augen eigentlich sind, gar nicht sehen. Mhm. Also da wollen wir auch ein bisschen die Augen öffnen oder eben Möglichkeiten eben zeigen. Jeder ist natürlich anders und muss seine eigene Lösung dann finden. Aber es ist doch wichtig, eben viele Möglichkeiten zu sehen und den Möglichkeitsraum zu öffnen. Ja, und das finde ich auch so wichtig, nicht nur immer, wie schlecht alles ist, nicht nur zu sagen, wie schlecht ist das, sondern ja, lösungsorientiert einfach handeln. Was ist die Möglichkeit, Dinge anders zu machen? Und ich glaube, ihr habt ja auch den Ricardo Leppe sicherlich interviewt. Ich glaube, das hattet ihr mir schon erzählt. Und der macht auch so tolle Projekte, zwar für Österreich, aber eigentlich ploppt das jetzt weltweit auf, auch für Deutschland, ne? Selbst kleine Schulen, Privatschulen. Und dass er einfach so auch mit Begeisterung, die Kinder, die wollen lernen, die wollen sich Neues erschließen, aber eben mit Leichtigkeit, mit Begeisterung. So, und das ist immer, also einfach so wertvoll und so schön auch seine Arbeit. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt, was er dann bei euch im Kongress erzählen wird. Aber das ist auch so ein Hoffnungsschimmer, Ricardo und ihr und viele andere, die da auch
in diese Richtung arbeiten und immer diese Bewusstseinsarbeit einfach dafür machen, ja. Und ja, das ist es, das Bewusstsein. Über 40 Menschen, die dazu berichten im Kongress. Ja. Wir freuen uns wirklich, das weitergeben zu dürfen, weil das ist das, was uns damals gefehlt hat. Und das jetzt weitergeben zu dürfen, ist wirklich schön. Ihr Lieben, ich danke euch sehr für die Einblicke, für das schöne Gespräch. Also mich berührt das immer, was so möglich ist, was Eltern dann auch wirklich, wenn die diesen mutigen Schritt gehen und dass es dann wirklich auch so Früchte trägt und dass, ja, dass euer Sohn da wirklich durch eine gute Zeit gegangen ist, selbstbestimmt. Ja? Und man hat ja auch gehört an euren Schilderungen, was er alles erlebt hat, was da alles möglich ist. Alles möglich ist, wenn man sich entfalten kann. Da danke ich euch, ihr Lieben. Danke dir. Danke dir, ja. Ja, für die Zuschauer, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, eigene Erfahrungen, wie war eure Schulzeit, wie würdet ihr das mit Kindern machen, wie macht ihr es mit euren Kindern, lasst gerne die Kommentare unter diesem Video. Wir freuen uns über regen Austausch. Vergesst euch nicht, beim Bildungskongress anzumelden. Ich bin auf alle Fälle auch dabei, nicht nur als Sprecher, ich werde auch zuschauen, bin sehr gespannt. Und ja, alles Liebe, alles Gute für euch, auch für euch. Ganz viel Erfolg mit eurem Kongress, lieber Thomas, lieber Martina. Und ja, eine wundervolle, harmonische Zeit euch allen. Bis bald. Danke, tschüss.